los. Deswegen ist es hier eins meiner Lieblingsgebiete für diese Daily. Ja, hier ist also der Horde-Landepunkt. Schlafende Schildkröten. Also wirklich viel los ist jetzt um die Uhrzeit hier noch nicht. Wie ihr seht, es ist gerade 14 Uhr. Aber umso besser, umso mehr kann ich euch zeigen. Jetzt reiten wir weiter zu meinem liebsten Grindpunkt. Grinden heißt, dass man die Gegner also wirklich, dass man Gegner am laufenden Band tötet, um zum Beispiel entweder Gold zu bekommen oder Ruf, also das hier unten ist der Rufbalken, oder ja, Münzen, die sie zum Beispiel verlieren, also Münzen wären in dem Fall diese hier, diese zeitlosen Münzen. Und da verfolgt mich schon wieder etwas. Und hier seht ihr die fette Gucci-Raupe, also sie heißt wirklich Gucci, der Schwarmbringer. Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Ja, also wie gesagt, dieser Ramo-Pfeiner, der wird jetzt des Öfteren anschlagen. Hier laufen wirklich verdammt viele Viecher rum. Und jetzt kommen wir in das Gebiet der Jaungol. Jaungol sind diese Viecher hier, die mich gerade schon wieder angreifen. Wir töten den mal eben. So. Und weiter geht's. Hier, dieses Gebiet ist, wie soll ich sagen, verdammt überfarmt wegen diesem Ruf. Man bekommt pro Gegner nur um die 22 Ruf. Man muss wirklich tagelang für diese Mobs kloppen. Ich werde euch jetzt, sobald ich über diese Brücke gelaufen bin, ein paar Gimmicks zeigen, die man machen kann, aber nicht machen muss. Oh, wir sind sofort da. Es dauert nur ein bisschen. Also das erste Gimmick ist hier direkt hinter der. Nein, Quatsch. Bin schon wieder zu weit gelaufen. Das erste Gimmick ist also auf der anderen Seite der Brücke. Laufen wir nochmal zurück. Wir haben ja Zeit. Und wie ihr seht, ich spiele im Standard-Interface. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich keine Add-ons habe dafür. So. Hier sind wir wieder in den Feuerwächter-Ruinen. Und für das erste Gimmick werden wir hier runter. Ups, nicht vor den Stein laufen. Werden wir hier runterspringen. So. Wie ihr seht, hier sind verschiedene Säulen. Und wenn man dort rüber springt, ich wechsle mal auf ein kleineres Reittier, dann muss man von Säule zu Säule springen, um dort auf dieser Säule da vorne steht normalerweise eine Kiste. Die habe ich diese Woche schon geholt. Die kann man einmal in der Woche nehmen. Und da sind halt dann ein paar dieser Münzen drin. Manchmal 500, manchmal 1000. So. Das nächste Gimmick zeige ich euch nun. Da müssen wir ein Stückchen reiten. Das dauert ein bisschen. Also verzeiht mir, wenn sich das ein bisschen in die Länge zieht. Und am Ende dieses Let's Shows werde ich euch noch die Haustiere zeigen, die man hier auf dieser Insel gewinnen kann. Ich habe noch nicht alle, aber einen Teil davon, den werde ich euch dann zeigen und euch auch jeweils erklären, was dieses Haustier für spezielle Fähigkeiten hat und wann man sie am besten in den Haustierkämpfen einsetzt. So, dann laufen wir mal rüber. Ihr könnt mir auch, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Spiel selber oder zu dem Patch oder was auch immer habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich werde dann so bald wie möglich darauf antworten. Da sieht man wieder den nächsten Ramob. Die Schlange Hulon, die kann sich selbst als Reittier droppen. Das ist dann eine schwarze Wolkenschlange, wie wir sie hier rumfliegen sehen. Die hier ist rot und die von diesem Ramob, der sich selbst droppt, die ist dann schwarz mit Blitzen. Die will ich auch unbedingt irgendwann haben, aber sie ist verdammt schwer zu kriegen. Denn die Drop-Chance ist sehr gering. Ich glaube auf 1% oder so, wenn nicht sogar noch niedriger. So.
Nun sind wir hier und müssen auf diese kleine Säule hier. Huch, gerade noch passt. So. Und jetzt kommt ein Hochseilakt, bei dem mir jedes Mal die Nerven durchgehen. Und zwar laufen wir hier über die Seile. Und ja, man kann hier runterfallen, falls jetzt jemand denkt, man kann hier nicht runterfallen. Ich hoffe, mir passiert das jetzt nicht. So. Nochmal in die Richtung. Und jetzt hier runter. Hoch, das war jetzt knapp. Puh. Und weiter. So, noch ein Stück. Und auf das nächste Seil. Nein! Nein, jetzt bin ich gestorben. Wie soll es auch anders sein? Dann lassen wir uns hier nun wiederbeleben. Aber wie ihr gerade gesehen habt, über die Seile drüber und am Ende des dritten Seiles, wo ich gerade vorbeigefallen bin, da steht noch so eine Kiste. Mit denselben Münzen. So. Hier sind wir auch direkt bei der nächsten Daily, die man machen kann. Muss man eine Frage beantworten. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht so dumm an. Na dann lasst uns euer Wissen auf die Probe stellen. Wie nennt man untote Murlocs? A. Gerlocs, B. Murghuls, C. Wolfer oder D. Murlichs? Ich weiß es ausnahmsweise mal, das sind die Murghuls. Das ist richtig. Okay. Leben mir die Quest ab und kriegen 100 Münzen. Und wenn ihr 100.000 von diesen Münzen habt, dann könnt ihr euch eine Wolkenschlange holen, wie wir sie dort oben gesehen haben, die komplett golden ist. Ich kann sie euch ja mal direkt mal zeigen, wie sie aussieht. Und die sieht wirklich richtig toll aus. Ich muss nur gerade sehen, wo wir sie haben. Hier. So sieht die dann aus. Die möchte ich auch unbedingt haben. Um die zu bekommen, braucht ihr wie gesagt 100 Münzen. Also 100.000 Münzen. Und ihr müsst halt bei diesem Kaiser Shao Hao ehrfürchtig sein. Es gibt auch ein Reittier, das genau so aussieht. Das droppt bei dem. Ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Ich muss gerade nochmal nachschauen. Hier. Bei dem Schar des Zorns droppt das Zügel der himmlischen Onyx-Wolkenschlange. Das ist die, die wir gerade gesehen haben. Bei Nalak der Sturmfürst droppt diese Schlange. Also er droppt sich selbst. Bei Ondasta, glaube ich, genau, droppen die Zügel des kobaltblauen Urterrorhorns. Das sieht so ähnlich aus wie dieses hier. Genau. Und ich würde sagen, das war's dann auch erstmal in dem ersten Let's Show. Es wird noch weitergehen. Ich melde mich in den nächsten Tagen zurück und ich hoffe, es hat euch gefallen fürs Erste. Danke fürs Zusehen und erzählt euren Freunden weiter. Dann bis zum nächsten Mal, Leute.